Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus der Herr, der uns immer wieder vor Gefahren beschützt, der uns auch in der Gefahr nicht alleine lässt, er sei mit euch. Ein liebes, ein herzliches Grüß Gott zu unserer Vorabendmesse. Wir feiern heute den 12. Sonntag innerhalb des Jahreskreises. Wir haben ein wunderschönes Evangelium. Es ist zwar sehr spannend, auf der anderen Seite aber auch, es zeigt uns, dass der Herrgott bei uns ist. Wir haben einen Herrgott, der uns Menschen versteht, der auch etwas versteht vom Leid, der einer von uns geworden ist, nicht ein ferner Gott, der irgendwo hinter den Wolken thront und der sich nicht um uns kümmert. Gott ist Mensch geworden. Das ist das Schöne auch an unserem Glauben. Wir wollen uns jetzt besinnen und bitten den Herrgott um sein Erbarmen und um Vergebung unserer Sünden. Herr Jesus Christus, du bist zu uns Menschen gekommen, um zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich unser. Du bist einer von uns geworden. Du bist zu Weihnachten zu uns gekommen. Du hast uns später erlöst. Christus, erbarme dich unser. Du wirst einst wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Heute bist du schwach, aber am Ende der Zeiten wirst du ganz stark und ganz mächtig sein, denn du hast diese Welt erschaffen. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der Allmächtige und der barmherzige Herr. Amen. Ehre sei Gott. Lasset uns beten. Allmächtiger Vater, gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten und lieben. Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, die du fest in deiner Liebe verwurzelt hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Die erste Lesung ist aus dem Buche Hiob genommen worden und sie will uns eben sagen, dass Gott von uns Menschen nie zur Rechenschaft gezogen werden kann, denn Gott hat alles wunderschön gemacht. Die Erde ist ein großer Kosmos, eine große Harmonie und wenn ich noch einen Satz sagen darf, die Wellen im Meer, die kommen oft wirklich, wenn sie hoch sind, sehr stolz daher und sie zeigen auch die Macht Gottes. Lesung aus dem Buch Hiob. Der Herr antwortete dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterstoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte, und sprach: Bis hierher darfst du und nicht weiter. Hier muss ich legen deiner Wogen Stolz.
Wort des lebendigen Gottes. Paulus sagt uns heute einen wunderschönen Satz: Die Liebe Christi, die soll uns drängen. Die soll uns helfen, auch Gutes zu tun, wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist. Bitte. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben. Also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach, auch wenn früher Christus dem Fleische nach gekannt haben. Jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wort des lebendigen Gottes. Ein großer Prophet wurde unter uns erweckt. Gott hat sein Volk heimgesucht. Wir hören jetzt die frohe Botschaft. Es ist ein sehr uns naheliegendes Thema. Die Tage unseres Lebens sind nicht immer so heiß und so schön wie heute, auch nicht wie so vor 3-4 Wochen waren es frischer und kühler. Es gibt auch so etwas wie Sturm. Und der Sturm ist nicht nur gemeint hier der starke Wind, sondern auch, dass wir Angst bekommen. Und so eine Angst, die die Apostel gehabt haben, die hören wir heute von Jesus. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. An jenem Tag, als es Abend geworden war, da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen an das andere Ufer hinüberfahren. Da schickten sie die Leute fort, und sie fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, weg, und die anderen Boote begleiteten ihn. Und plötzlich erhob sich ein heftiger Sturm, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Jesus aber lag hinten im Boote auf einem Kissen, und er schlief. Und da weckten sie ihn und riefen: Meister,
Kümmert es dich denn gar nicht, dass wir zugrunde gehen? Und da stand der Jesus auf, er drohte dem Wind und er sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat eine völlige Stille ein. Und er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da ergriff die Apostel große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich war schon sehr häufig im Heiligen Land und zwar habe ich eine Tante gehabt und die hat zu mir, sie hat mir den Rat gegeben, ich soll mir was wünschen. Und ich habe zuerst zu ihr gesagt, du liebe Tante, ich habe ja alles. Ich habe ein Auto, habe ich bei der Primizie erhalten, damit Leute so viel Geld gegeben, dann ich habe einen Messkoffer, ich habe auch einen schönen Anzug, ich habe schon ein Messgewand, was soll ich mir noch wünschen? Und da hat sie zu mir gesagt, ja, du darfst dir etwas wünschen, was für dich sehr wichtig ist. Ich habe es natürlich schon gewusst, weil meine Mutter dir das 3-4 Wochen vorher gesagt hat, du musst einmal zu der Tante Anna gehen, die möchte dir eine Fahrt ins Heilige Land schenken. Vielleicht soll ich noch dazu sagen, ich hätte nämlich Tischler werden sollen, hätte ein wunderschönes Geschäft erhalten, da bei Gmunden in Theresienthal, aber mich hat eben der Priester doch mehr gezogen und als die Tante Anna dann das Haus verkauft hat, hat sie mir eine Reise ins Heilige Land gespendet, weil das für mich so wichtig ist. Und da habe ich mich ein bisschen, ja, so ein bisschen zweifelhaft gestellt, obwohl ich das gewusst habe und habe sie einmal erraten lassen, was für mich gut ist. Und ich habe mich halt ein bisschen dumm angestellt und da hat sie eine große Freude gehabt, denn sie hat das Gefühl, ja, diese Reise, die werde ich meinem Neffen geben und das habe ich getan und so weiter, obwohl ich schon lange gewusst habe. Aber es war trotzdem schön, ich wollte ihr die Freude machen. Nun inzwischen bin ich 14 Mal im Heiligen Land gewesen und zwar ist das immer so, wenn man eine Pfarre hat und ich habe ja auch mehrere Pfarren gehabt, da war es so, dass man zum Reisebüro geht, liebes Reisebüro, ich hätte 40 Leute, ich möchte ins Heilige Land fahren. Na, jedes Reisebüro wird sich die Finger abschlecken, denn sie hat 40 Leute und den Fahrer noch dazu und da kann man gratis mitfahren und da kriegt man auch das Essen, alles und so weiter, also etwas sehr Schönes. Die erste Fahrt, und die ist mir unvergesslich geblieben, weil das war ein Schiff und eine Reise ins Heilige Land. Man hat eigentlich eine Mittelmeerreise gratis dazu bekommen. Wir sind da von Venedig bis über Griechenland hinunter den Isthmus von Korinth auf Haifa gefahren und zurück wieder von Haifa nach Kreta, Zypern bis nach Genua. Also 3 Wochen fast eine Mittelmeerreise und die Reise ins Heilige Land. Und das war deswegen so interessant, weil man konnte langsam Abschied nehmen von Europa, von Österreich. Man hat nur Himmel und Meer gehabt, gutes Essen auf dem Schiff natürlich. Wir haben jeden Tag die Heilige Messe gefeiert und es war unvergesslich. Und dann, wenn man hinübergekommen ist, nach 5, 6 Tagen,
da ist man richtig aufnahmebereit. Denn bis jetzt war ja Himmel und Meer, das ist ja auch nicht die ganze Welt. Und dann kommt man dorthin, wo Jesus gewesen ist. Und beim Rückfahren, also von Haifa hier über Kreta und so weiter, Zypern nach Genua, da konnte man wieder alles schön langsam hinuntersinken lassen ins Unbewusste. Und das war auch natürlich genauso schön. Und ich muss sagen, also die 14 Mal, da ist das Heilige Land immer schöner geworden. Man darf nicht so sehr an Jerusalem denken, wo eben die Spannungen da sind. Man muss an Galiläa denken. Man muss an das See Genezareth denken, Golan denken und so weiter. Und Tote Meer und Masada, die Festung, wo sich eigentlich wenig geändert hat. Und deswegen habe ich das erzählt. Mir ist das auch einmal so gegangen am See Genezareth. Da war ich mit meiner Gruppe, also in Kapharnaum, und einmal habe ich gesehen, Mama mia, der See wird ja stürmisch. Und da ist es so, dass eben am Ufer, da ist es sehr heiß, da steigt dann die warme Luft auf und sie kann ja nicht oben bleiben, weil es oben kühler ist. Sie kühlt sich ab und fällt dann herunter auf den See, wo ja die Luft ein bisschen, also die heiße, weggegangen ist. Und da ist es so ein Zirkel vom Ufer her bis in die Höhe hinauf, vielleicht ein paar hundert Meter, und dann wieder herunter. Und durch diese Hitzeunterschiede wird das gleich ein sehr heftiger Sturm. Nach 10 Minuten sind die Wellen so weiß geworden, die Gischt hat da geschäumt und so weiter. Das war immer stärker und stärker. Und ich war froh, dass ich nicht auf einem Schiff gewesen bin. Das war ganz schön heftig. Nun, in so einem Sturm ist also Jesus mit den Aposteln hineingefahren. Vielleicht wollte er den Aposteln zeigen, schaut, liebe Freunde, es wird in eurem Leben nicht ein Tag wie der andere sein. Ihr werdet schöne Tage haben, heiße Tage haben, aber ihr werdet auch Stürme haben. Das hat er zu den Aposteln gesagt. Und das Schöne ist, dass Jesus ja auch bei ihnen war. Und das ist auch das Schöne an unserem Glauben, dass wir einen Herrgott haben, der was versteht vom Menschen, der auch gelitten hat, der also hier vieles durchgemacht hat, die Trennung mit seinem Volk Israel, bis das dann zur Katastrophe des Kreuzestodes gekommen ist, das waren ja keine Kleinigkeiten. Aber das Volk hatte eben in Israel hier ganz andere Gedanken, es war schon sehr verweltlicht worden, es hat sich dem römischen Kaisertum, dem Heidentum angepasst und deswegen haben sie dann den Religion, ihre eigene Religion ein bisschen auch, ich weiß nicht, darf ich das sagen, verraten und sie haben gesagt, wir haben keinen anderen Gott als den Kaiser in Rom und das war der Heide. Also ein bisschen hat das Volk hier im Glauben abgehaust, sonst hätten sie ja nicht Jesus getötet. Der passte nicht hinein in ihr Schema, deswegen haben sie ihn irgendwie als König immer bezeichnet und das war sofort natürlich gegen den Kaiser. Wir haben nur den Kaiser und keinen König und da kommt so einer daher und der begibt sich auch als König der Juden aus. Das war ja auf seinem Kreuz oben geschrieben. Also dieser König der Juden, ja, der passte nicht hinein. Und sie haben auch gewusst, da kriegen sie Zores mit dem Pontius Pilatus und so weiter. Und den haben sie auch vorgespannt hier, damit er Jesus getötet hat. Jesus passte nicht in ihre Schemen hinein von der Äußerlichkeit. Jesus war ein innerlich sehr, sehr frommer Mensch. Und auch natürlich seine Mutter und die Apostel. Aber die haben auch längere Zeit gebraucht, bis der Groschen des Glaubens gefallen ist. Das war nicht so einfach. Und sie sind also erst durch das Pfingstfest, durch den Heiligen Geist
gestärkt worden im Glauben. Und dann haben sie auch, waren sie belastbar. Dann sind sie im Namen Jesu hinausgegangen, Petrus und Paulus bis in Rom. Der Paulus hat einiges mitgemacht mit dem Schiffbruch und so weiter. Als über die ganze Welt, damalige Welt, sind die Apostel gekommen. Und das war etwas ganz Großes. Und die Apostel sind danach, die Missionare, sind nach der Reformation, da wurde Amerika entdeckt. Also das ganze Kontinent durch Christoph Kolumbus und so weiter. Und da ist dann die ganze Kraft der Missionare hinausgegangen in die neu entdeckten Länder. Und da war es auch nicht immer einfach. Aber letztlich, dort ist die Zukunft der Kirche heute. Dort sind die Leute, die also wirklich in Amerika, da gibt es weniger vom islamischen Glauben, aber dort ist die Zukunft der Kirche, denn die tun sich ja nicht so leicht mit dem Islam, das ist eine ganz andere Religion. Aber Christus hat sie durchgeführt durch diesen Sturm. Ja, und hier und da haben wir auch schon so Stürme gehabt in unserem Leben. Da ist vielleicht wer gestorben, da ist jemand krank geworden, da ist ein Unglück passiert. Ja, was tun wir dann? Und da ist das Schöne schon an unserem christlichen Glauben, dass wir auch in den Stürmen des Lebens nicht alleine sind. Auch wenn es uns scheint, als ob Gott und als ob der Herrgott uns 100-mal verlassen hätte, er schläft vielleicht, aber er ist doch ganz in unserer Nähe. Und das ist das Schöne. Wir sollen nicht sagen, Gott hat uns verlassen. Das tut er nicht. Wir sind durch die Taufe Kinder Gottes. Wir sind noch mehr in Christus hineingenommen durch die Kommunion. Wir können auch die heilige Messe mit ihm feiern. Also Gott gibt uns auch sehr viel und arm müssen eigentlich doch Menschen sein. Die kommen ja auch in die Stürme. Wen sollen denn die anjammern? Wir haben immerhin den lieben Gott, den wir alles sagen können und auch einmal richtig jammern. Liebe Gott, warum gerade mich? Aber das stimmt ja auch nicht immer, nämlich andere haben sie auch nicht immer leichter. Andere, die vielleicht ein bisschen tun, als ob sie keine Probleme hätten, die haben genauso ihre Probleme. Und wir sehen halt nur die eigenen. Und da ist das Schöne auch, dass wir einen Herrgott haben, der was versteht vom Leid, der was von den schönen Tagen versteht, heute bei Hochzeit, der aber auch etwas versteht vom Leid. Und der uns auch im Leid nicht alleine lässt. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann komm von irgendwo ein Licht daher zu dir auch, das dich wieder auf die Füße stellt, das dir wieder hilft. Und das ist doch eine der Schönheiten auch unseres Glaubens. Wir können dem lieben Gott alles sagen, können auch einmal ein bisschen schimpfen, wir können ihn anjammern. Das hat ja auch der König David gemacht, der große Mann des Glaubens. Also wir haben einen Gott, der uns nahe ist, der einer von uns geworden ist, das gibt es in keiner anderen Religion. Und was noch sehr schön ist, Christus ist ja am Kreuz und da haben sich die Pharisäer königlich gefreut, ein paar Stunden noch. Dann ist dieser Jesus ja eh tot. Und dann hat es aber erst richtig angefangen. Denn der Jesus, der ist zurückgekommen. Das heißt, wir Christen, auch wenn wir durch den Sturm des Todes hindurchgehen, am Ende leuchtet Christus auf. Vielleicht wird es noch ein bisschen schwierig sein, können wir schon sagen, aber letztlich
am Ende des Tunnels ist immer der, der auf uns wartet. Und deswegen ist es etwas sehr Schönes, wenn wir kommen zur Kirche. Das können wir uns alles mitnehmen. Einen großen Wald, den können wir nicht in den Himmel mitnehmen, den brauchen wir nicht. Ein großes Konto, ein großes Haus, das können wir auch nichts anfangen. Das ist zu schwer. Das bringen wir nicht über die Pforte der Ewigkeit. Aber jede Messe, jedes gute Werk, und wenn wir uns wieder versöhnen, wenn wir wieder aufeinander zugehen, all das sind eben Werke, die uns bleiben für unsere Ewigkeit. Also unser Glaube, und wir sollten nicht immer so jammern und nur das Schlimme sehen, das gibt's auch. Aber das Schlimme in der Kirche, das kommt ja nicht vom Herrgott, das kommt von den Menschen. Und ich kann den lieben Gott immer nur bewundern, dass er mit so schwachen Menschen trotzdem eine so schöne Kirche gemacht hat, wo das Gute immer mehr war als das Böse. Es hätte auch anders sein können, das hat der heilige Papst Johannes Paul II. Mal so schön gesagt. Schauen Sie, liebe Christen, das Gute war immer das Mehr, das Meiste. Deswegen feiern wir auch Allerheiligen. Wir können es mit gutem Gewissen Allerheiligen feiern, denn wir haben einen Glauben, wo das Gute immer den Sieg davongetragen hat über das Böse. Weißt du, darf ich Ihnen noch ein Beispiel erzählen? Mein Onkel, der war im Krieg, Soldatenseelsorger, der war in der Ukraine. Und er war dort, hat den Soldaten geholfen, das waren oft schreckliche Dinge. Ich habe ein Tagebuch da von ihm, das hat er schreiben müssen. Und das habe ich dann herausgegeben mit den ersten Fotos, Farbfotos. Und da hat er mir ein paar Mal gesagt, es ist schon interessant, wenn die Leute ganz nah in einem Sturm sind, dann verweigert keiner die Sakramente für das Leben. Und mein Onkel hat vielen Hunderten, vielleicht Tausenden Soldaten helfen können in dieser Not des Krieges, wo sie schwer verletzt und gestorben sind. Die hätten sonst niemand gehabt. Aber es war eben so. Auch in den schrecklichen Dingen des Krieges, da wirkt der Herrgott durch Menschen, die auch hier den anderen helfen. Also als Stürme sollten wir nicht übermäßige Angst haben, denn wir sind nicht alleine. Wir haben einen Herrgott, der mit uns ist. Einen Gott, Emmanuel, ich bin mit euch. Und daran wollen wir glauben und diesen Glauben jetzt miteinander bekennen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. In das Reich des Todes, am dritten Tage wieder auferstanden von dem Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Allmächtiger himmlischer Vater, wir kommen jetzt mit unseren Anliegen zu dir und voller Vertrauen bitten wir dich. Wir bringen dir die Probleme in unserer Kirche, die Fragen und Enttäuschungen und das Ringen um den richtigen Weg. Und bitten um Offenheit für deinen Geist, der Leben schafft. Wir bitten dich, Herr.
Wir bringen dir die Herausforderungen, mit denen die Corona-Pandemie uns konfrontiert, das Leid der Kranken und ihrer Familien, Sorgen um die berufliche Existenz, Überforderung und Angst vor der Zukunft. Komm mit deiner Kraft zur Hilfe, befreie uns aus dieser Gefahr. Wir bitten dich für alle, die in Kirche, Politik und Gesellschaft ihre Ideen, ihre Kraft und ihren Einsatz einbringen, um Mut und Ausdauer und Segen für ihre Arbeit. Wir bitten dich für uns. Wir bitten dich für alle, die nach Halt und Orientierung suchen und Begegnungen und Erfahrungen, die Mut machen und Perspektiven eröffnen. Wir bitten dich für alle, die uns am Herzen liegen. Sei ihnen nahe. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, besonders für jene, die diese Woche Sterbetag haben, Manfred Gradl und Heinrich Rührnessel, um Lebe und in Fülle bei dir. Wir bitten dich, Herr. Wir beten auch für diejenigen, für die Messe heute feiern, in der Vormesse, Häuselfamilie, für verstorbenen Vater zum Sterbeandenken. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie alle ruhen in Frieden. Lasset uns beten. Herr, wasche auch meine Schuld von deinen Sünden, mach mich rein. Lass, allmächtiger Vater, nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an. Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung, damit wir in freier Hingabe ganz dir gehören. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt und in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Himmelfahrt das Tor des ewigen Reiches geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und sie singen mit den Chören der Engel und der Heiligen den Lobgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern die Vorabendmesse vom Sonntag, dem Tag der Auferstehung. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Bitten für diejenigen, für die wir die Messe feiern, für unsere Angehörigen, alle, die uns den Weg zum Glauben gezeigt haben, alle Seelsorger dieser Pfarre, die schon von uns gegangen sind. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit den heiligen Aposteln Petrus, Paulus, Andreas, Johannes und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben vom Anbeginn der Welt, auf dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Als Kinder Gottes dürfen wir seit der heiligen Taufe das wunderschöne Gebet sprechen, das uns Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor aller Verwirrung, vor allen Unglücksfällen, vor allen Kriegen, vor allen Pandemien und vor aller Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten, denn dein ist das Reich. Christus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, ich selbst bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, er wird in Ewigkeit nicht sterben. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, scheu nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander das Geschenk des Friedens Jesu Christi. Lamm Gottes, nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi führe uns eins zum ewigen Leben.
Lasset uns beten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Gütiger Vater, du hast uns durch den Leib und das Blut Christi dieser Messe gestärkt. Gib, dass wir niemals verlieren, was wir in jeder Feier der Heiligen Messe empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Verlautbarungen für die kommende Woche. Montag, wie gewohnt, Heilige Messe um 8 Uhr. Dienstag, Heilige Messe um 8 Uhr und um 19.30 Uhr Nachtwache. Mittwoch, 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung. 19 Uhr Heilige Messe, anschließend wieder Nachtwachen. Und am Donnerstag um 10 Uhr Begräbnis. Samstag, wieder um 19 Uhr Vorabendmesse. Das Kinderliturgie-Team lädt diesen Sonntag um 9.15 Uhr zu einem Kinderwortgottesdienst ins Pfarrheim ein. Zur Schülermesse am Freitag laden wir alle Volksschüler und Eltern herzlich ein. In der Pfarre Sandl findet anlässlich des 40. Jahrestages der Ereignisse für Medjugorje am Freitag, den 25. Juni, ein Jubiläumsfest statt. Herzliche Einladung zur Teilnahme. Wir bitten heute an den Kirchentüren um ihre Spende für Priesterstudenten, Peterspfennig und kirchliche Jugendarbeit. Und vergelt's Gott im Voraus. Und auch eine Vorankündigung. Am Freitag, den 2. Juli, bittet das Rote Kreuz von 15.30 Uhr bis 20 Uhr im Pfarrsaal um ihre Blutspende. Jeder Spender kann Leben retten. Die Sterbeglocke wird jetzt geläutet für Frau Maria Roema, König Nummer 1. Sie ist am 18. Juni, 90. Lebensjahr, verstorben. Das Begräbnis ist am Donnerstag, den 24. Juni um 10 Uhr. Nachtwachen sind am Dienstag um 19.30 Uhr und am Mittwoch nach der Abendmesse um 19.45 Uhr. Die Sterbeglocke, wie gesagt, läuten wir jetzt und wir beten dann das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasset uns beten. Gott, du allein bist gut, du bist allezeit barmherzig. Wir bitten dich für unsere Mitschwester Maria Roema, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Sie hat an dich geglaubt, auf dich gehofft. Führe sie zur wahren Heimat und lass sie die ewigen Freuden genießen und in deinem Frieden geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Vater im Himmel, er tröste euch in jeder Not, er segne euch und lenke euch eure Tage in deinem Frieden. Amen. Er bewahre euch vor aller Verwirrung, vor allen Stürmen und festige eure Herzen in seiner Liebe. Amen. In diesem Leben mach er uns reich an guten Werken, im künftigen sei er selbst
ein unvergänglicher Lohn. Amen. Das alles gewähre und schenke euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott.